Hallo, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute machen wir einen ganz, ganz leckeren Gewürzbauch. Schnell gemacht, aber hammerlecker. Das verspreche ich euch. So, ich war jetzt beim Metzger und habe mir ein schönes Stück Schweinebauch geholt. Das ist genau 1 Kilogramm. Lasst euch jetzt von der Waage nicht irritieren. Den tun wir mit 30 Gramm Pökelsalz rundherum in Ritzen und Kanten überall schön mit Pökelsalz einmassieren. So, soweit, so gut. Was jetzt sehr, sehr wichtig ist, wir benutzen jetzt auf 1 Kilogramm 6 Gramm Zucker. Ihr könnt noch bis 7 Gramm gehen. Das hat der Hintergrund, der Schweinebauch wird eine schöne Farbe bekommen. So, dazu mache ich jetzt noch ein paar Lorbeerblätter. Übrigens selbst angepflanzt. Dazu kommt noch Paprika, 1 Esslöffel, 3 Gramm Koriander, 4 Gramm Pfeffer und 2 Gramm Knoblauchpulver. So, den Schweinebauch habe ich jetzt vakuumiert. Wie ihr gesehen habt, ich habe eine Gefriertüte genommen, weil der zieht ja direkt Wasser, wenn das Pökelsalz drankommt, und dann benutze ich halt immer noch eine Gefriertüte. Dann lasse ich das auch gut zuschweißen. Ja, der hat jetzt ungefähr 8 Tage im Kühlschrank gelegen. So sieht das Ergebnis aus. Sieht doch klasse aus, muss ich sagen. Wow. Und wer möchte, kann natürlich dann auch noch räuchern. Ich habe ihn diesmal so gelassen. Ich habe ihn nochmal einvakuumiert. Kannst ja jetzt schon sagen, er ist wirklich sehr, sehr lecker geworden. Und ich kann es jedem empfehlen, das mal nachzumachen. Ist was ganz Feines. Schaut es euch an. Er ist wirklich Hammer. Und ja, die rote Farbe kommt halt vom Zucker. Und ich muss sagen, er ist auch nicht jetzt zu süß. Ich habe es jetzt ganz vergessen zu sagen. Ist auch wichtig. Nach der Pökelung wird der Schweinebauch abgewaschen, wird abgetupft mit Küchenpapier und kommt dann für mindestens fünf Tage in den Keller, dass er trocken ist. Und wer noch möchte, kann ihn natürlich dann noch schön kalt rauchen. Das gibt noch einen leckeren Geschmack. Die Gewürzmischung schreibe ich euch wie immer in die Beschreibung. Gut, dann ich sag mal wieder Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Euer Marius. Drückt mal das Glöckchen. Ciao, ciao. Jetzt noch kostenlos abonnieren und nichts verpassen.